Hahn, das ist im Prinzip ein Quartvorhalt. Wir sind auf der Dominante. Ja. Ja. Mein Name ist Markus Brönnimann, ich bin Flötist. Ich arbeite vor allem im Orchester in Luxemburg und ich wollte gerne einmal einen Sommerkurs veranstalten mit meiner früheren Lehrerin in Karlsruhe, mit Renate Greis-Armin. Eines Tages hatte Markus mal so diese Frage, er würde irgendwie gerne was unterrichtsmäßig zusammen mit mir machen. Da habe ich gesagt, naja, wir könnten ja mal einen Kurs zusammen machen. Das hat hier geklappt und wir haben wunderbare Bedingungen in der Musikschule Burgdorf und in der Unterkunft auch im Schloss Burgdorf. Wir haben ohne große Reklame die Klasse sofort vollgekriegt, mit sogar Warteliste noch. Wir haben dieses Jahr 13 Studenten aus der ganzen Welt, fast würde ich sagen, aus Korea, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Polen. Wir machen am Morgen 3 Stunden Unterricht, wir machen am Nachmittag nochmal 4 Stunden Unterricht. Wir machen auch Ensemblespiel. Es gibt eine Pianistin da, die mit den Flötisten arbeitet. Das ist Jiting Wong aus Karlsruhe. Sie kennt das Flötenrepertoire sehr, sehr gut. Das heißt, die Studenten haben auch die Gelegenheit, ein Stück zum ersten Mal mit Klavier zu spielen, was sie vorher nur für sich zu Hause im stillen Kämmerlein erarbeitet haben. Die Ausgaben müssen alle genau gleich aussehen. Das Ziel des Unterrichts hier ist es, nicht trockenes Wissen zu vermitteln. Eine Situation, die ich vermeiden möchte, ist, dass ich als Lehrer doziere und der Schüler nickt und versucht, das umzusetzen. Was wir am liebsten hätten, ist ein Austausch zwischen Schülern und Lehrern. Das heißt, dass Fragen und Antworten kommen und dass der Dialog in beide Richtungen geht. Und aus diesem Grund werden wir auch zusammen spielen. Das heißt, es wird auch Ensembles geben, die aus Lehrern und Schülern bestehen. Das Resultat von diesem Kurs möchten wir dann am Freitagabend in einem Schlusskonzert dem Publikum vorstellen. Und wir werden da Stücke spielen für Ensemble, bis zu 12 Flöten. Wir haben ja auch ein Konzert am Freitag noch. Wir beiden spielen zusammen Duette, der Markus und ich. Und dann spielen wir auch Trios und die Studenten spielen solistisch und in Gruppe. Also die idealsten Verhältnisse, muss man wirklich sagen, für so einen Kurs.